ist ein Kultverein, familiär, herzhaft. Südstadion ist für mich fußballerische Heimat. Das Kölner Südstadion, bis zur Jahrtausendwende Heimspielstätte eines Zweitligavereins. Fortuna Köln. 20 Jahre später wird noch immer hier gespielt, mittlerweile in der Regionalliga West. Die Spielklasse hat sich geändert, die Tradition nicht. Fortuna bis heute eine Institution in der Kölner Südstadt. Der Verein ist einzigartig, weil er eben wirklich ein Familienverein ist. Er ist sicherlich nicht der größte Verein in Köln, kann sich nicht mit dem ersten FC Köln messen, hat aber über all die Jahre eine treue Anhängerschaft hier in der Südstadt, steht so ein bisschen, wie ich finde, für Köln, so mit all seinen, ich sag mal, Eigenarten, die Menschen haben, die Vereine haben. Ist alles hier eine große Familie, jeder kennt jeden und ist wie so ein kleines Biotop von Köln hier in der Kölner Südstadt. Dafür steht Fortuna Köln. Knapp 15.000 Zuschauer passen ins Südstadion, fast ausschließlich auf Stehplätzen. Die Fans lieben ihren Sportclub Fortuna, die Vereins-DNA offen, nahbar, menschlich. Ist ein herzhafter Verein, von Seele aus geführt. Präsidenten kann ich nur sagen, immer absolut top, menschlich, spielerfreundlich, fanfreundlich. Also ist ein Verein zum Anfassen und von daher, wenn man einmal dafür das Herz verloren hat, glaube ich, bleibt man immer dabei. Robert Schaub ist mit dem etablierten, erfolgreichen Zweitliga-Club Fortuna Köln groß geworden. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga 1974 verpassten die Rot-Weißen den Wiederaufstieg mehrmals nur knapp. Das Personal von damals namhaft. Kupe war ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat. Der hat auch in den 80er Jahren sehr viel für die Mannschaft eingebracht. Stürmer, die Tore geschossen haben, Dieter Schatzschneider, Kali Mödrath, Volker Graul, Stegmeier, da gibt es einige, die mir immer sehr gut gefallen haben, ja. Die Erinnerungen immer noch präsent. Doch die Realität heißt 2020 Regionalliga. Der Abstieg aus Liga 3 im letzten Jahr vor allem in dem Verlust einer prägenden Figur begründet. Da muss man ganz klar sagen, der Abgang von Uwe Kochinder als Trainer, da haben wir so unseren sportlichen Kompass verloren. Die nachfolgende Trainerbesetzung mit Thomas Kaczmarek als Nachfolger von Uwe war sicherlich eine klassische Fehlbesetzung an der Stelle. Die Mannschaft hat sich danach nie mehr gefunden und Oliver Zabel, der dann 4 Spieltage vor Schluss kam, konnte das Steuer dann auch nicht mehr rumreißen. Ja, war sehr traurig und tut natürlich weh, weil man hat immer was aufgebaut. Fortuna ist eigentlich eine Mannschaft, die gehört in den bezahlten Fußball. Bezahlt wird der Fußball in der dritten Liga durch TV-Gelder. Finanzspritzen kann Fortuna gut gebrauchen. Dem Abstieg in Liga 4 folgte der Abgang vom langjährigen Investor. In Zukunft will man das finanzielle Risiko streuen. Das Ziel: Unabhängigkeit von Einzelinvestoren. Eine Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse, auch deshalb lukrativ. Ich glaube, wir gehören einfach nicht in diese Regionalliga, wir gehören höher. 26 Jahre in der zweiten Liga, in der ewigen Tabelle Vierter. Wir wollen zumindest wieder kurzfristig in die dritte Liga. Sportlich muss sich der Verein dafür steigern. Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison 1920 beendete Fortuna auf Rang 12. Doch der Präsident ist zuversichtlich. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Trainer gefunden mit Alexander Ende, der sehr gut zu Fortuna passt, der eine Fortuna-Vergangenheit hat, sich hier mit der Sache identifizieren kann, für den das so ein erster Schritt ist, als neuer Cheftrainer hier anzutreten in der Kölner Südstadt. Ich glaube, wir werden einen leistungsfähigen Kader zusammenbekommen und wenn dann alle Dinge so um den Fußball herum, damit denke ich vor allen Dingen an Covid-19, also hier Corona, einen regulären Meisterschaftsbetrieb ab September zulassen, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir da eine gute Rolle spielen werden. Optimismus von Seiten der Vereinsführung. Und bei den Fans herrscht der ohnehin. Ja, weil der Verein einen Namen hat. Ich hoffe, dass sie gute Unterstützung haben von außerhalb, von der Stadt und auch neue, gute Spieler bekommen. Und dann werden sie wohl auf Dauer auch wieder dahin, wo sie hingehören, in die dritte Liga oder später in die zweite Liga wieder zurückkommen. In der Kölner Südstadt ist man sich einig. Auf Dauer gehört dieser kleine, menschliche, traditionsreiche Club Fortuna Köln zurück in den Profifußball.